Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hinweise, Kommentare, Kritik und Anregungen könnt ihr wie immer unter manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen. Darauf freuen wir uns wie immer sehr. Hallo Oliver. Hallo Till. Sag mal, ist die Martina heute dabei? Martina fällt heute aus. Ach, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Na wunderbar. Dann machen wir zu zweit weiter. Oliver, du bist total genervt. Stimmt's? Ja, ich bin total genervt. Und zwar von Christen, die nebenbei behaupten, dass die Existenz von Jesus historisch gesichert sei. Ah, das habe ich auch schon oft gehört. Ja, da saß ich nämlich letztens mit zwei Christen am Tisch. Und die redeten selbstverständlich daher. Also nebenbei, also ja, die Kreuzigung ist ja gesichert. Und zwar, ja, die Kreuzigung ist gesichert. Und damit natürlich auch die Existenz dieser Person, die also hinreichend viele Elemente von dem Jesus-Charakter aus der Bibel in sich vereint. Ne? Ja, ja. Ich habe dann bis 10 gezählt und gelächelt und in meinen Wein geguckt. Und ihr werdet also sehr stolz auf mich gewesen. Aha, okay. Das heißt, an dem Abend hast du die Diskussion nicht weitergebracht. Nein. Aber ich dachte, ich sammle mal die Sachen zusammen, die es da so gibt, und erzähle im Podcast davon. Was das ist gut, von weil im Podcast hören ja viel mehr Leute zu als an einem Tisch. Ja, und gucken vielleicht auch nicht so verrätselt. Und es gibt vielleicht auch nicht so einen Streit. Also, ich stütze mich dabei hauptsächlich auf ein schmales Buch, Falsche Zeugen heißt das, von Hermann Detering. Das ist schon ein paar Jahre alt, das liegt in meinem Bücherregal, und das habe ich jetzt für die Gelegenheit nochmal rausgeholt. Ja, Jesus ist ja auch schon ein paar Jahre alt, ne? Da macht das zwar nichts, wenn das Buch auch ein bisschen alter ist. So, und was wir uns angucken, sind halt außerbiblische Zeugen, also was nicht die Christen selbst aufgeschrieben haben, sondern was andere Leute über Christen oder über Jesus geschrieben haben. Das ist gut. So im ersten oder zweiten Jahrhundert. Weil die Kritik ist immer, die ich sage, ja, also nur weil es in der Bibel steht, muss es ja nicht wahr sein, weil das habt ihr euch ja selber ausgedacht. Die Bibel als Beweis heranzuziehen ist irgendwie so dumm. Das macht total Sinn, andere Quellen dazu. Genau. Ja, super. Und da wir uns hier jetzt im Römischen Reich befinden, des späten ersten Jahrhunderts, als es so die ersten Christen gegeben haben soll, oder das zweite Jahrhundert, da gab es eine zentrale Bürokratie, Provinzverwaltung, Karrierediplomaten, Kuriere und Handelsreisende. Es gab also gebildete Schichten des Senats, des Rittertums, auch hochgebildete Freigelassene und zum Teil auch Sklaven, die also alle lesen konnten und schreiben. Mhm. Das konnten wahrscheinlich nicht alle Leute lesen und schreiben, aber ja, ziemlich viele. Viele, ja. Und es gibt Historiker und Chronisten, es gibt öffentliche Infrastrukturen, es gab die Senatsarchive, die waren öffentlich, wo also die ganzen Akten aus den Senatsprovinzen zusammenkamen und die cool Entscheidungen des Senats und die Protokolle und sowas aufbewahrt wurden. Hoch organisiert also. Ja, es gab kaiserliche Archive, die waren geheim in Anführungsstrichen, und öffentliche Bibliotheken in allen großen Städten. Und jetzt macht also jemand, das ist also der Kontext, in dem wir sind, und jetzt macht jemand in dieser Provinz, in Judäa, eine riesige Welle. Da geschehen vielleicht sogar Wunder. Man muss wissen, viele Leute werden das wissen, die Römer waren unglaublich abergläubisch. Die liebten alle Art von übernatürlichen Erscheinungen. Wo keine da waren, wurden sich halt welche ausgedacht. Ach, das heißt, es ist nicht so, dass sie gesagt haben, nein, das ist ja alles Quatsch, sondern die hätten sich gefreut. Hurra, und hätten das noch gesagt, eins. Oh, das ist ein Zeichen für dieses und jenes. Cool. Also wären die dafür sehr empfänglich gewesen, für solche Berichte. Da hat sich jetzt auch eine radikal neue Religion gegründet, eine völlig neue Botschaft von den Göttern, sogar nur von einem Gott, auch ein Novum. Und dieser Typ, der das macht, wird dann im Rahmen eines Volksaufstandes gefangen genommen und hingerichtet. Ja, das ist ja so die Ultrakurzversion von dem, was historisch passiert sein soll. In der laut Bibel, ne? Genau. Genau, ja. Was laut Christen, was die Christen laut sagen. Christen, genau. Aha. Und trotzdem kennen wir alles in allem, wenn man jede winzige Erwähnung und um die Ecke Konstruktion zählt, nur 6 Erwähnungen von Jesus oder zumindest von Christen bis zum letzten Drittel, also vor dem letzten Drittel des zweiten Jahrhunderts, also ungefähr vor 160. Nur 6? Jo. Und trotz all dieser Sachen, die laut Bibel passiert sein sollen? Jo. Und die 6 sind also alles, was von 130 Jahren angeblicher christlicher Gemeinden und der formenden und wachsenden Kirche übrig sind. Ja, und auch ich meine, in der Bibel stehen ja alle möglichen Wunder und Dinge drin. Ja, ja. Also ich finde das auch wenig. Du könntest jetzt aber sagen, sind nicht die allermeisten antiken Bücher, die antike Literatur verloren gegangen, und damit sind vielleicht auch die Jesuszeugnisse verloren gegangen. Vielleicht gab es Jahrhunderte. Ah ja.
Das stimmt auch. Als die Christen an die Macht kamen, haben die also sämtliche Bücher und Manuskripte verbrannt, die sie in die Finger bekamen, die Akademien geschlossen, die Lehrer vertrieben oder ermordet. Oh. Mit dem Gedanken, dass Wissen vom Glauben ablenkt und daher schädlich ist. ganz ernst. Ja. Das schreiben die auch krass, so. Und so. Wir müssen die Welt retten. Ja. Die geht hier unter. Wir müssen alle unsere unsterblichen Seelen retten. Ja. Und dazu müssen wir glauben. Und Wissen lenkt vom Glauben ab. Wir müssen das Wissen bekämpfen. Das ist in einem gewissen Sinne konsequent. Logisch, ne? Ja. Ja, das ist die Binnenlogik ist da. Hart. Und was dann noch übrig war nach den ersten Jahrhunderten, als die dann die Macht übernommen und konsolidiert haben, haben sie es dann nicht mehr so gesehen. Mhm. Hat man das dann gedacht, das ist ja schon ganz praktisch, wenn man so durchregieren kann. Dazu brauchst du halt gewisse Kenntnisse. Aber dann haben die den antiken Kram, sie hatten größtenteils in Klosterkellern verrotten lassen, indem sie sich einfach nicht gekümmert haben um das Zeug. Und deshalb haben wir jetzt kaum noch antike Schriften. Ja, okay. Aber es gab viel mehr. So, zum anderen, die Christen haben alles aufbewahrt. Immer wieder zitiert, diskutiert und kopiert, und zwar jeden Fitzel, der in irgendeiner Weise dazu geeignet war, ihn zugunsten ihrer Religion oder ihrer jeweils spezifischen Ausprägung des Christentums auslegen. Würde ich auch machen, klar. Das heißt, diese christlichen Gelehrten, in Anführungsstrichen Kirchenlehrer, die ab dem Ende des 2. Jahrhunderts unterwegs waren, sich ständig schriftlich miteinander gestritten und die antiken Schriften als Argumente für die Details ihrer Sektiererei genutzt. Ja, okay. Ja, das heißt, man kann davon ausgehen, dass Zeugnisse, in Anführungsstrichen, über die Existenz von Jesus und seinen Taten sehr sorgfältig aufbewahrt und verbreitet worden sind. Ja, klar. Trotzdem gibt's nur 6, in Anführungsstrichen, Zeugen, die Existenz von Jesus belegen sollen. Das sind Plinius der Jüngere, Marabar Serapion, Talus, Tacitus, Sueton und Flavius Josephus. Der letzte ist vielleicht der bekannteste. Und ich gehe die jetzt mal so ein bisschen durch und dann besprechen wir die mal. Ja, cool. So, aber Talus bespreche ich nicht. Das Argument mit Talus ist so weit hergeholt und so zäh und, um ehrlich zu sein, auch blöd, dass ich mich weigere, es zu schildern. Man kann das alles nachlesen, aber den bringt eh niemand vor. Okay. Mehr so Verständlichkeit. Und dann das Zeugnis des Marabar Serapion. Da wurde irgendwann gefunden, Abschriften eines Briefes des Marabar Serapion an seinen Sohn. Der sei geschrieben worden Mitte des 1. Jahrhunderts im Gefängnis, auf die Todesstrafe wartend. Sitzt der Mann da und schreibt Betrachtungen zum Leben, zur richtigen Lebenseinstellung und zum moralischen Handeln. Aha. Und der beklagt in einem Nebensatz unter anderem das Schicksal des weisen Königs der Juden. Aha. Ich könnte das jetzt vorlesen, aber ich mache das einfach nicht. Okay. Der weise König der Juden, schließt man haarscharf, das müsse Jesus sein, dessen Existenz somit außerbiblisch belegt ist. Aber dass er über eine Geschichte redet, das kommt nicht in Frage. Weil der könnte ja auch sagen, ja, kennst du noch das Märchen vom Dingsbums, ne, oder Aladdin und die Wunderlampe, schade, dass ich nicht so eine Lampe habe. Dann würde man ja auch nicht sagen, ja, dann muss der Aladdin wirklich existieren. Ja, es hieß aber zumindest, dass er schon mal davon gehört hat. Aha. Bei näherer Betrachtung, also in den letzten 15, 20 Jahren, die Leute irgendwie vorher, weiß ich nicht, warum nicht, aber es stellt sich jetzt raus, dass der Brief des Marabar Serapion exakt dem Aufbau von damals üblichen Rhetorik- und Argumentationsübungen folgt, die man an Rhetorikschulen über beliebige fiktionale Inhalte geschrieben hat. Aha. Außerdem weiß der Autor ganz offensichtlich Sachen, die sich erst am Ende des 2. Jahrhunderts ereignet haben. Also wenn man kurz macht, also wir können da jetzt eine Stunde drüber reden, aber das können wir einfach lassen, wenn man es kurz macht. Das Zeugnis des Marabar Serapion ist kein Zeugnis eines Gefangenen und, um ehrlich zu sein, ziemlich oberflächlich daherlabernden Philosophen des 1. Jahrhunderts, sondern eine Grammatikübung mit fiktionalem Inhalt, also ein Schulaufsatz. Ja, okay. Frühestens aus dem 2. Jahrhundert. Ist ja toll. Das ist ja mega. So, das. I like. Man kann immerhin sagen, das ist nicht gefälscht, sondern nur missverstanden worden. Ja, okay. Wir haben wirklich ein altes Dokument gefunden, das irgendjemand mal abgeschrieben hat. Und es ist dieses Ding. Ja. Okay. Na, man muss halt ganz genau hingucken, ne? Man muss wirklich, also in diesen Sachen ganz genau hingucken, ob das da wirklich steht. Ja. Die lügen. Ja. Wenn die da sowas sagen. Logisch, die Leute schützen Sachen vor. Man muss aufpassen. So, der Tacitus. Publius Cornelius Tacitus ist ungefähr 58 bis ins Jahr 120 hat er gelebt, war ein Historiker aus der Zeit, also der Flavia, als er aktiv war. Und der beschreibt in seinem Werk Annalen des Römischen Reiches den Brand Roms unter Nero
Und erwähnt dabei in einem relativ kurzen Kapitel 44, dass die armen Christen da der schrecklichen Christenverfolgung zum Opfer gefallen seien. Ich könnte das jetzt auch vorlesen. Ich mache das einfach nicht. Ich lese nachher die interessanteren vor. Ja, ja. Er schreibt also davon, dass eine gewaltige Masse von Christen zusammengetrieben werden. Und zwar nicht so sehr wegen der Brandstiftung. Also denen soll jetzt die Brandstiftung irgendwie, die sind schuld. Und er sagt aber, Nero ist schuld. Nero hat das alles angezündet und das dann auf die Christen geschoben. Okay. Das kennt man aus dem Film. Ja, ja. Mit, wer ist er noch? Der Freund von Verona Feldbusch. Peter Ustinov. Genau. Natürlich. Also, es wird eine gewaltige Menge von Christen zusammengetrieben, nicht so sehr wegen der Brandstiftung, sondern weil sie des Hasses auf das Menschengeschlecht überführt wurden. Ach. So, und das ist jetzt, herrscht unter Christen eine unglaublich große Begeisterung. Da schreibt zum Beispiel der Neustestamentler Robert van Forst, der wird hier jetzt auch von Dieter Ring zitiert, mit diesem knappen, aber exakten Detail liefert Tacitus den stärksten Beweis für den Tod Jesu außerhalb des Neuen Testaments. Seine kurze Erwähnung Christi ist eine Bestätigung der zentralen Elemente der neutestamentarischen Überlieferung. Da vielleicht soll ich das doch mal vorlesen hier. Ja. Okay, dann lese ich das vor. Dann brauche ich jetzt aber sphärische Musik. Läuft. Ja, ist gut. Aber nicht menschliche Hilfeleistungen, nicht die Spenden des Kaisers oder die Maßnahmen zur Versöhnung der Götter konnten die Verdächtigung zum Weichen bringen, der Brand sei auf Befehl gelegt worden. Also auf Befehl des Kaisers. Mhm. Demgemäß, um den Reden ein Ende zu bereiten, schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den ausgesuchesten Strafen diejenigen, die, wegen ihrer Schandtaten verhasst, vom Volke als Christiani bezeichnet werden. Der Urheber dieses Namens, Christus, war während der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus mit dem Tode bestraft worden. Und für den Augenblick unterdrückt, brach der verderbliche Aberglaube erneut hervor. Nicht nur in Judäa, dem Ursprungslande des Übels, sondern auch in der Hauptstadt. Bla 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 bla. Weißt du jetzt, warum ich das nicht vorlesen wollte? Ja. Es geht aber noch weiter. Zunächst also wurden solche ergriffen, die sich bekannten. Dann auf ihre Anzeige hin eine gewaltige Menge, die nicht so sehr der Brandstiftung als vielmehr des Hasses auf das Menschengeschlecht überführt wurde. So, die mussten dann in Tierfelle werden die eingenäht und von Hunden zerfleischt, ans Kreuz genagelt oder angezündet. Oh. Und so weiter. Und dann ist die Idee, dadurch haben die Leute dann verstanden, hey, es war gar nicht der Kaiser, wie auch immer das Sinn machen soll, weil sie ja nicht wegen der Brandstiftung, sondern wegen des Hasses auf das Menschengeschlecht überführt wurden und so weiter und so fort. So ganz interessant ist, dass andere Historiker aus der Zeit nichts wissen von der Urheberschaft Neros an diesen Bränden, die hier behauptet wird. Und die wissen wissen auch nichts davon, dass die Christen daran deswegen beschuldigt worden sind. Ah, ja. Es gab den Brand Rom. Nero hat die Gelegenheit genutzt, die Stadt zu renovieren, nachdem die abgebrannt war, so wie er das wollte. Ja. Wie er wollte, war sehr groß, sehr teuer und sehr golden. Aber man war sich jetzt in römischer Zeit nicht sicher, dass er das auch wirklich angezündet hat. Das Gerücht gab es zum Teil gar nicht. Deshalb habe ich auch gesagt, Tacitus schreibt an der Zeit der Flavias, also die auf die Julia folgende Herrscherfamilie. Mhm. Nero gehörte zu der ersten, er gehört zur zweiten. Und in der Regel hatten die Historiker der Flavia-Zeit nicht das geringste Problem damit, auf den Julian rumzuhacken. Und die dastehen zu lassen wie grausame, bösartige, verrückte, ja, und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Noch interessant ist, dass christliche Schriftsteller, also die üblicherweise sogenannten Kirchenväter des 2., 3. und 4. Jahrhunderts, zwar Tacitus rezipieren, aber die Stelle nicht erwähnen. Ach. Ja, die sagen, Tacitus sagt aber. Aber das ist ihnen irgendwie gerade nicht so wichtig. Ah ja. Das unglaublich starke Argument für die zentralen Begriffe. Dann guckt man sich nochmal den Kontext an. Also das ist jetzt der Kapitel 44
Und Kapitel 42 und 43 beschreiben jetzt also die rege Bautätigkeit Neros nach dem Brand. Also alles ist kaputt. Jetzt nutzt er die Gelegenheit nach dem Brand und baut so weite Gärten und Prunkbauten auf. Ja, aha. Dann kommt das Kapitel über die Christenverfolgung. Und das nächste Kapitel, Kapitel 45, beginnt mit dem Wort intera, also indessen, und beschreibt, wie die Provinzen geplündert werden, um die Bauten zu finanzieren und Kunstgegenstände nach Rom zu schaffen. Ah ja. Also der Gedankengang ist, Nero baut verschwenderische Paläste, Christen werden verfolgt. Indessen werden die Provinzen geplündert, um Gold zu beschaffen. Ja. Der Verdacht liegt nahe, und in der Tat lässt sich das auch sprachlich ganz genau belegen, lest es nach, dass das Kapitel 44 nachträglich von christlichen Schriftstellern eingefügt wurde. Weil es gar nichts damit zu tun hat. Es hat nichts mit dem zu tun. Und es war entweder bewusst gemacht, dass sie das da reingeschrieben haben, um ihre eigene Religion auszupolstern und einen historischen Hintergrund zu geben, oder das ist über den Umweg, über die Marginalien passiert. Das war nämlich so, es gab ja in der Antike den Berufsstand des Schreibers oder Kopisten. Das waren meist hochprofessionelle Leute, Freigelassene, die auch einen Berufsethos haben, schon deswegen, weil wenn sie was falsch abschreiben und das kommt raus, gibt das Ärger. Tote. Im Zweifelsfall auch ja. Tote. Ja, ja, genau. Klar. Das Christentum hat sich aber zuerst unter armen Leuten ausgebreitet, von denen einige zwar schreiben konnten, die waren aber keine Profis und hatten halt auch nicht dieses Berufsethos, an das sie sich streng gehalten haben. Ja. Und die haben dann so gut, wie sie es halt konnten, die christlichen Schriften kopiert. Da kann man ihnen auch nicht zur Last legen oder was. Ja, ja. Aber deshalb gibt es ganz häufig in diesen Kopien, es gibt so bestimmte Muster von Fehlern, die immer wieder gemacht werden. Dass zum Beispiel Zeilen doppelt geschrieben werden oder Zeilen weggelassen. Wenn zum Beispiel zwei Zeilen, du bist müde oder du, was hier hast, du hast zwei Zeilen, die mit derselben Silbe anfangen, dann stellt sich raus, dass oft die erste Zeile weggelassen wird. Verstehst du, weil du schreibst das ab, dann guckst du, hast das eine da liegen, das andere hast du da liegen, dann schreibst du es ab und dann sagst du, wo war ich denn? Ah, mit der Silbe muss ich weitermachen. Ja. Und dann, und je schlechter du schreiben und lesen kannst, desto weniger kann man auch die Zeilen voneinander unterscheiden wahrscheinlich. Da werden solche Fehler immer häufiger, ne? Ist ja logisch. Genau. Und dazu, also das ist dann so ein ehrlicher Fehler, gibt ganz oft. Also sagen die Textkritiker, die sich mit sowas auskennen, oft wurden auch offensichtlich Stirnrunzeln, stelle ich mir das immer vor, theologisch falsche, in Anführungsstrichen, Texte verbessert. Süß, ne? Denn da muss ich dann ja wohl vorher... Das kann ja gar nicht stimmen, ja, das muss ganz anders gewesen sein. Genau, da muss ich vorher einen Fehler eingeschlichen haben, offensichtlich bei der Kopie vor dir, ne? Da hat jemand, also sagst du, Jesus hätte sowas nie gesagt. Er hat doch nie gepupst. Das hätte der nie gesagt. Dann wurde das halt verbessert. Ja. Dann wurden häufig eigene Meinungen oder Notizen oder Anmerkungen an den Rand geschrieben in der Bibliothek. Das wurde sicher oft geteilt. Und die späteren Kopisten wussten dann nicht so recht, was sie mit diesen Anmerkungen anfangen sollten, und haben die dann oft in den Haupttext übernommen. Okay, ja. Und der nächste Kopist hatte dann keine Chance mehr, die Interpolation zu erkennen. Ja, natürlich. Und so hast du dann über die Generationen, das wurde dann ja immer wieder abgeschrieben, hast du so substanzielle Änderungen, die summieren sich so auf in den erzählten Geschichten. Zum Beispiel auch in den heute bekannten Manuskripten des Neuen Testaments. Und das sind nicht nur ein paar Fehler. Man sagt, dass die überlebenden Manuskripte des Neuen Testaments sich an 400.000 Stellen unterscheiden. Ja, okay. Ja, irgendjemand hat einmal hingesetzt, irgendein Papst oder wer auch immer, hat gesagt, so, das ist jetzt das, was gilt. So, jetzt halten wir es fest. Genau. Jetzt fest eingefroren. Klar. Schluss jetzt. Ja, weil das Original gibt's nicht. Du kannst nicht mal feststellen, aus welcher Richtung es kommt. Also sagst du irgendwann, das ist es jetzt. Ja, genau. Ja. So, und da gibt's die Wissenschaft der Textkritik, die setzt da eine ganze Reihe von Kriterien an, um diese Manuskriptfamilie zu identifizieren und nachzuweisen. Also in welchem Maße Manuskripte über wie viele Umwege von welchem abgeschrieben wurden und so weiter und so fort. Du hast dann so einen Baum mit einer Wurzel, in der irgendwann das Ursprungsmanuskript war, das der Autor oder die Autorin, damals waren ja hauptsächlich Autor, wirklich geschrieben hat, mit der Hand. Und unglaublich viele Lücken, und unten aus diesem Baum wachsen dann die noch vorhandenen Kopien raus. Und dann versuchst du das irgendwie zu rekonstruieren, was da passiert ist. So, und deshalb kann man sagen, ja, das war vielleicht einfach ein ehrlicher Fehler.
Da hat jemand in großer Begeisterung gesagt, das ist die Stelle, an der Jesus gelebt hat und so weiter und so fort. Da war die Christenverfolgung, von der ich gehört habe. Und dann hat es jemand übernommen. Es kann aber auch einfach sein, dass jemand meinte, da muss aber mal was rein. Da fehlt doch was. Ja, klar. Ja. Also Detering untersucht den Ursprung dann im Detail und kommt auf die christlichen Schriftsteller des 6. Jahrhunderts und sagt, das liegt schon sehr nahe, diese und jene, weil danach war es da und vorher nicht und der hatte auch einen Grund und so und die Möglichkeit und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so eine Kriminaluntersuchung. Ja, interessant. Und das heißt, das ganze Kapitel ist einfach reingeschoben worden und dem Autor untergejubelt worden. Es sieht so aus, es sieht ganz so aus. Ja. Also es ist nicht nicht glaubwürdig, dass die Älteren das einfach nicht einfach ignoriert haben. Obwohl die sagen, die kennen den. Und genau das weglassen, was genau, schön passen. Genau, das Wichtige, was das schön passen würde, lassen sie weg. Ja, das stimmt. Das ist merkwürdig. Das hat schlüssig, hört sich schlüssig an. Okay, das war der Tacitus. Plinius der Jüngere, das ist auch sehr lustig. Das ist wirklich lustig. Also es ist ein römischer Politiker, der ist geboren 61 oder 62 und ist im Jahr 111 nach einer langen Karriere mit vielen Staatsämtern, hat es also auch bis zum Konsulat geschafft, also dem obersten Amt, ist er dann als Provinzverwalter des Kaisers Trajan nach Bithynien gegangen, wo er dann ungefähr, weiß nicht ganz genau, in 18 Monaten nach Antritt seines Amtes stirbt. Das ist also sein letzter Job. Mhm. Aber ganz schön alt dann auch schon. Ja, was, 60 ist er dann. Ne, 50 ist er dann. Ach so, ach, das geht ja. Also das geht noch. Ach so, ja, noch. Und wir haben also 10 Bände von Briefen, die von Plinius überliefert sind, die er also selbst zusammengestellt und herausgegeben haben soll. Ah ja. Hat also immer schön Kopien gemacht, und weil er das so wichtig fand. Und die haben sich auch immer einen runtergeholt auf ihre sprachliche Gewandtheit, was in Latein ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja, ja. Und hat er das dann ediert und rausgegeben. Die ersten 9 Briefe sind private Briefe über die Jahrzehnte seiner Karriere hinweg. Und der 10. Band enthält dann eine Korrespondenz mit dem Kaiser aus Bithynien. Und zwar unter anderem die zaudernde Frage, nach welchem Verfahren genau man gegen die lästigen Christen vorzugehen hat. So, und das lese ich jetzt mal vor. Cornelius Plinius an Kaiser Trajan. Ich habe es mir zur Richtschnur gemacht, Herr, alles, worüber ich im Zweifel bin, dir vorzutragen. Denn wer könnte besser mein Zögern lenken und meine Unwissenheit belehren, als du, ja. An Verfahren gegen Christen habe ich noch nie teilgenommen. Deshalb weiß ich auch nicht, was und inwieweit man hier zu strafen oder zu untersuchen pflegt. Auch war ich einigermaßen in Verlegenheit darüber, ob das Lebensalter einen Unterschied ausmacht oder ob kein Unterschied in der Behandlung junger Menschen und Erwachsener gemacht wird. Ob Reue Gnade bewirkt oder ob es dem, der überhaupt einmal Christ gewesen ist, nichts nützt, wenn er es nicht mehr ist. Ah ja. Und so weiter und so weiter. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Diejenigen, die gestanden, habe ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal gefragt. Diejenigen, also du weißt, dass ich dich dann bestrafen muss. Ne? Diejenigen, die beharrten, habe ich zur Hinrichtung abführen lassen. Denn ich zweifle nicht. Was immer sie gestehen mochten, Hartnäckigkeit und unbeugsamer Starrsinn mussten auf jeden Fall bestraft werden. Und so weiter und so fort. So, es ist jetzt bewiesen durch Plinius den Jüngeren, dass es im Jahr 111 Christen gab. Christen in Bithynien gab. Es muss also auch einen Christus gegeben haben, dessen Existenz somit außerbiblisch belegt ist. Was? Nur weil es Christen gab? Muss es Christus auch gegeben haben? Oh, keine Ahnung. Aber zumindest gab es Christen. Also Christen. Du hast recht, es ist kein Beleg für Christus, sondern für Jesus, sondern für Christen. Ja, für Christen, genau. Okay, wenn man sich jetzt diesen 10. Band mal genauer anguckt, der enthält 109 Briefe aus Plinius Zeit in Bithynien. 61 davon sind von Plinius an den Kaiser Trajan. 48 sind von Kaiser Trajan an Plinius. Das ist alles im Zeitraum von etwa 18 Monaten geschehen, weil er danach gestorben ist. Mhm. Und das sind oft, wie der Stil, so wie ich eben vorgelesen habe, es sind so mäandernde Abschnitte mit Fragen um Rat in den einfachsten Erbschaftsangelegenheiten oder für den Verlauf einer Kloake. So, und der Kaiser antwortet dann auch noch. Mhm. Ja, und zwar immer lobend, immer in genau dem gleichen Tonfall mit völlig belanglosen Antworten.
Das hat er nichts Besseres zu tun? Ein erfahrener Politiker und Verwaltungsbeamter, der jahrzehntelang in Regierungsverantwortung war, beantwortet seinen Kaiser, den Herrn und Gott, wegen lächerlicher Belanglosigkeiten. Hier fragt er den fast wöchentlich um Rat. Und dann wird das immer 2000 Kilometer weit gefahren, ja, oder geritten oder was auch immer. Ja. Und der Kaiser antwortet dann genauso dahin plätschernd und im gleichen Tonfall. Und zwar auch immer lobend. Und sagt nicht, ey, jetzt ist doch mal gut. Wofür habe ich dich überhaupt eingestellt? Entscheide doch mal selber. Jetzt stellt man sich ja schon, wir als Laien stellen uns ja die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Mhm. Die sprachliche Analyse zeigt, das ist halt ein bisschen blöd, das kann ich jetzt nicht machen im Podcast. Die sprachliche Analyse zeigt, dass die Bände 1 bis 9 im völlig anderen Stil sind als der Band 10. Ja, Christen sagen, ja, das liegt daran, weil Band 1 bis 9 von Plinius selbst noch überarbeitet wurden vor der Herausgabe. Ja. Band 10 hatte das ja nicht mehr geschafft, weil er ja gestorben ist. Aber er hat es da trotzdem selber, also er hat es nicht mehr überarbeitet, aber er hat es da selber gemacht. Angeblich. Ja, vielleicht hat er ja seine Briefe völlig neu geschrieben. Aha. Und also ja, da kann man sagen, ja, das kann schon sein. Aber gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass es stimmt? Mhm. Ist das die Erklärung, warum die völlig anders sind? Eigentlich nicht. Der Grund ist, dass sie das gerne wollen, dass das so ist. Ja. Deshalb ist das so. Und man guckt, wenn man sich das historisch anguckt, während die Bände 1 bis 9 schon jahrhundertelang bekannt waren, tauchte Band 10 im 16. Jahrhundert völlig überraschend auf. Ach nein. Und wurde ein Hit auf dem sich gerade entwickelnden Buchmarkt. Nein. Wurde, man weiß sogar, entdeckt und herausgegeben. Im 16. Jahrhundert ist der Band 10, ach nein. Er wurde entdeckt und herausgegeben vom, in Anführungsstrichen, Priester, Antiquar und bedeutenden Architekten Fra Giacondo. Das heißt, der hat dann der Priester, Antiquar und Architekt hat offensichtlich Hand angelegt und den fehlenden 10. Band einfach mal geschrieben. Also, hier ist ein bisschen... So, 9 ist eine ungerade Zahl, es müsste eine 10 sein, ich werde es selber schreiben. Also, um kurz zu sagen, anstatt also jetzt hier nur den Eintrag zum Christen oder zum Jesus nachträglich in das Dokument hineinzufälschen, wurde ja das gesamte Buch gefälscht, offensichtlich aus Profitgründen. Ja, also hat er auch recht gehabt, wenn es direkt ein Hit wurde auf dem Büchermarkt, der gerade neu entsteht. Ja, ja, und es wird immer noch rezipiert. Die Leute denken immer noch, das ist ein Beweis. Wahnsinn. Wenn der es doch schreibt. Der Ach, ist ja völlig irre. Aber klar, im 16. Jahrhundert, wenn dann einer lateinisch da rumschwelgt, dass das einen anderen Stil hat als die anderen 9 Bände, die irgendwie 1500 Jahre älter sind. Du liebe Zeit. Das war lustig, das war toll. Jetzt kann man sagen, das waren jetzt so die 4 kleinen Zeugen. Da könnte man aber sagen, sich an dem Strohhalm festhalten, oder? Verzweifelt. Jetzt komme ich noch zu den 2 großen Zeugen, Flavius Josephus und Sueton. Und Flavius Josephus ist ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber, also Historiker, Geschichtsschreiber, der um ungefähr das Jahr 90, ein paar Jahre vorher, hat offenbar ein paar Jahre daran gearbeitet, das Geschichtswerk Jüdische Altertümer für das römische Publikum geschrieben hat. Also war Jude, hat aber für die Römer geschrieben. Und da gibt es 2 Stellen, die immer wieder vorgebracht werden. Das ist zum einen das Zeugnis des Herrenbruders. Und dann das eigentliche Testimonium Flavianum. Gucken wir uns die mal an. Ja. So, das Zeugnis des Herrenbruders beschreibt den Streit 2 Adelsfamilien. Ich würde sagen, ich lese das mal vor. Ja. Nee, weißt du was? Ich glaube, ich lese das nicht vor. Ja, okay. Was wird erzählt? Nicht, weil es irgendwie geheimnisvoll ist, sondern weil es sehr lang ist und der Kontext ist ziemlich kompliziert. Aber ich erzähle es mal. Ja. Was wird also erzählt? Es geht um den Hohepriester Hannas. Und der Hohepriester nutzt die zeitliche Lücke zwischen 2 Provinzgouverneuren. Der eine ist nach Rom schon aufgebrochen, die Amtszeit war vorbei, der andere ist noch nicht da. Aha. Das heißt, er ist die höchste Autorität im Land. Der macht da zwischendurch alles. Er nutzt die Lücke und bringt jetzt unmotiviert Jakobus, den Bruder des Jesus, der Christus ist, um. Also da ist gerade ein Machtvakuum und in dieser Zeit... Der Satz ist, den kann ich ja mal vorlesen... Bringt er den Bruder von irgendeinem Typen um. Genau, er versammelte den Hohen Rat zu Gericht.
und stellte vor dasselbe den Bruder des Jesus, des sogenannten Christus, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Ah, der hat also irgendwelche Leute vor Gericht gestellt und steinigen lassen. Genau, so. Und da hier ja der Flavius Josephus den Bruder des Jesus, des sogenannten Christus, erwähnt, mit Namen Jakobus, ist damit klar, dass es den gegeben haben muss. Der wird also außerbiblisch nachgewiesen. Okay, aha, weil da steht Jesus Christus mit Namen Jakobus. So, also er bringt den Bruder des Jesus, Jesus, der Name war Joshua, ne? Der Christus ist, um, den Jakobus. Ja? Den Bruder von dem. Den Bruder des Jesus, den Jakobus, bringt er um. Ja. Und dann kommt eine bislang in dieser Geschichte nicht erwähnte Familie, appelliert an den ankommenden Verwalter, die reiten dem entgegen. Der ist sauer, wirft den Hannas aus dem Amt und setzt einen anderen Jesus, den Sohn des Damnäus, zum Hohenpriester ein. Ja, es kommen viele Namen vor. Ja, das heißt, der Jesus, dessen Bruder getötet worden ist vor dem Gericht, hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Genau, aber jetzt kommt ein anderer, der auch Jesus heißt und wird jetzt Hohepriester. Genau. Weil der neu ankommende Verwalter sauer ist, dass irgendjemand vor Gericht... Irgendjemand anderen umgebracht hat, ja, der mit dem anderen Jesus nichts zu tun hat. So, jetzt fällt auf. Es gibt jetzt schon mal mehrere Jesus. Es fallen zwei Sachen aus. Der Jude Josephus, der für die Römer schreibt, hält es nicht für geboten, sein Publikum darüber aufzuklären, wer dieser sogenannte Christus ist. Ja. Der schreibt einfach, oder was das mit dem auf sich hat. Der schreibt das einfach dahin. Andere Personen in der Geschichte werden aber so einmal eingeführt, dass da noch ein Satz oder zwei steht, wer die sind und was die machen. Mhm. Und jetzt, wenn man die Worte des sogenannten Christus aus dem Text entfernt, dann ergibt sich völlig zwanglos die Geschichte von einem Streit zwischen zwei adligen Familien. Nämlich die Familie des Hannas und die des Damnäus mit seinen beiden Söhnen Jakobus und Joshua. Und der Hannas wird jetzt frisch erlangt, ist jetzt Hohepriester geworden und nutzt die Gelegenheit, dass die Autorität nicht da ist, um den Sohn des Damnäus kaltzustellen. Ja. Mhm. Dann schreitet der Gouverneur ein, wirft Hannas raus und macht Damnäus anderen Sohn zum Hohepriester. Ja, okay. Das heißt, zwei Familien, es sieht zuerst aus, als ob die eine gewinnt, dann gewinnt die andere. Ja, okay. Aha. Es ist völlig zwanglos, wenn du diese Worte da rausnimmst. Dann gibt es noch einen anderen Typen, der Hegesipp, der um 180 rum, also 90 Jahre nach diesem Werk, nachdem dieses Werk rausgekommen ist, den Tod des Jakobus, des Bruder von Christus, beschreibt. Mhm. Und der beschreibt das also völlig anders. Der wird also von einem hohen Gebäude geschmissen. Ach, krass. Es ist auch extrem gruselig. Ich kann das auch mal vorlesen. Ich meine, das ist halt vor. Martina ist ja nicht da. Ich darf so lange reden, wie ich will. Genau. Also dieser Autor muss den Josephus gekannt haben. Er beschreibt aber halt einen völlig, auch ohne Erwähnung oder Erklärung, einen völlig anderen Tod. Okay, also die Leute sagen, es ist ein sehr langer Text. Es wird da interessant, dass die Leute, das Volk sagt, lasst uns den Gerechten, das ist der Jakobus, aus dem Weg räumen, denn er ist uns lästig. Sie werden nunmehr die Früchte ihrer Werke genießen. Sie stiegen nun hinauf und warfen den Gerechten hinunter. Also geht da um eine Stadtmauer. Mhm. Und sie schrien einander, lasset uns Jakobus den Gerechten steinigen. Und sie begannen ihn zu steinigen. Denn obwohl er hinabgestürzt worden war, er doch noch nicht tot. Oh, du liebe Zeit, der Arme. Vielmehr richtete er sich auf und betete auf den Knien. Ich bitte dich, Herr, Gott und Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aha, ja. Während sie ihn noch steinigen, rief ein Priester aus der Familie Rechab, ein Nachkomme der Rechabim, der kommt auch noch nicht vor, haltet ein, was tut ihr, der Gerechte betet doch für euch. Dann nahm einer aus ihnen das Holz, womit er die Kleider presste, und schlug es auf den Kopf des Gerechten. So starb er den Zeugentod. Also man begrub ihn hier und da und so weiter und so fort. Also eine völlig andere Geschichte, ja? Ja. Gut. Aber klar, ich meine, kann ja auch eine andere Geschichte sein, weil es noch einen Typ gab, der genauso hieß. Das ist natürlich möglich. Also. Aber also auch hier kann man im Detail zeigen, dass das ein sprachlicher späterer Einschub ist von das ist der Bruder des sogenannten Christus. Aha. Es macht in dem Moment Sinn,
wenn, also es gibt eine ganz andere Erzähltradition über den eigentlichen Bruder des sogenannten Christus, also eine binneninterne, eine binnenchristliche Erzähltradition, die was ganz anderes sagt, wie der, der ist ganz anders gestorben, zu einer anderen Zeit, von einem anderen Typen, auf andere Art und Weise. Ja, und es handelt sich offensichtlich um eine Geschichte von einem Streit von zwei Adeligen, wie die Familien, wie die da immer vorkommen in der Geschichte. Ja. Und da hat irgendjemand jetzt gesagt, Jesus, das muss doch... Das muss doch der Jesus gewesen sein, ja? Hurra, da ist er. Aha. Na gut. So, aber das war jetzt das Zeugnis des Herrenbruders, wo man so denkt, ja. Und jetzt kommt das eigentliche Testimonium Flavianum. Wir brauchen wieder weihevolle Musik, bitte. Ja, Moment. Und, bitte. Sehr gut. Das wird halt immer vorgebracht von den Christen. Und da steht... Da steht, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer unglaublicher Taten, ein Lehrer von Menschen, die mit Freude die Wahrheit annehmen, und zog teils viele Juden und teils auch Griechen an sich. Er war der Christus. Und als ihn nach Hinweisen führender Männer von uns Pilatus zum Kreuz verurteilte, gaben diejenigen, die ihn zuerst geliebt hatten, nicht auf. Er erschien ihnen nämlich am dritten Tag wieder lebend. Wie neben 10.000 anderen wunderbaren Dingen, die göttlichen Propheten gesagt hatten. Und noch bis jetzt ist der nach ihm genannte Stamm der Christen nicht verschwunden. Mhm. Beeindruckend, oder? Ja. Spätestens jetzt ist also klar, dass die Existenz Jesu außerbiblisch belegt ist. Er muss also existiert haben. Boom! Bam! Also zumindest schreibt er das. So, also, ja. Das fällt ganz offensichtlich auf. Das passt im Tonfall überhaupt nicht zu den jüdischen Altertümern. Die Kirchenväter, das ist dieser schwärmerische Quatsch, ja, die Kirchenväter des 2. und 3. Jahrhundert erwähnen dieses machtvolle Zeugnis mit keinem Wort, zitieren aber den Josephus an anderen Stellen, weil es ihnen gerade nützlich ist. Ja, das ist immer geil, ne? Wenn die den Text schon kannten, aber alle möglichen Zitate verwenden, aber nicht das, was eigentlich das Stärkste wäre, ne? Boah, was weiß ich. Und dann guckt man sich mal wieder den Kontext an. Das sind halt auch Sachen, im Gegensatz zu diesen sprachlichen Untersuchungen, kann man da halt auch drüber reden, wir gucken uns den Kontext an, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Da der Josephus fängt also an mit Schilderungen von Aufständen und Unruhen zu der Regierungszeit von Pontius Pilatus. Pilatus plündert aus Geldgier den Tempelschatz. Mhm. Dann nimmt das ganze Gold mit. Die Juden versuchen sich vergeblich zu wehren dagegen. Ja. Und der letzte Satz, bevor das da kommt, ist, so wurde dieser Aufruhr unterdrückt. Okay, ja. Dann kommt aus dem Nichts eine Lobrede auf Jesus. Dann folgt der Satz, gleichfalls um diese Zeit traf auch noch ein anderes Unglück die Juden. Aha. Das heißt, also, das knüpft nahtlos da an. Was soll dieser Bezug? Gleichfalls um diese Zeit ein anderes Unglück. War das Erscheinen des eben noch so hochgepriesenen Jesus das Unglück, auf der sich das... Nee, der Satz davor, ne? Vor diesem Einschub. Also es ist ganz offensichtlich eine spätere Einfügung. Das ist also für mich offensichtlich, dass hier der Kopist, irgendein Kopist, das Stichwort Pontius Pilatus gesehen hat und das für geeignet gehalten hat, eine Kurzversion der Jesus-Legende entweder in den Text einzufügen, also zu fälschen, oder halt an den Rand zu schreiben, die der nächste Kopist dann übernommen hat. Ja. Ich würde fast sagen, es ist das Zweite, denn er hat sich offensichtlich überhaupt keine Mühe mit der Sprache gegeben. Wenn du versuchst, das irgendwie zu fälschen, dann versuchst du es ja auch glaubwürdig zu fälschen und dann passt du dich an den Stil ein bisschen an. Und der hat es einfach so dahingeschrieben. Hat halt was dahingeschrieben. Mhm. Am Rand ist ja auch nicht so viel Platz, da muss man ein bisschen kürzer sich fassen wahrscheinlich, einfach so ein bisschen reinkritzeln, ja. Ja, und die älteste bekannte Handschrift, die wir haben, stammt aus dem 11. Jahrhundert. Es gibt überhaupt nur drei, die noch da sind. Okay. Und die stammen also alle samt aus der gleichen Handschriftenfamilie. Das heißt, die sind irgendwann von der gleichen Kopie abgeschrieben worden. Ah ja. Mhm. Dass dieses Testimonium Flavianum also offensichtlich nicht echt ist, ist so offensichtlich, dass es auch die Christen gemerkt haben. Ach, tatsächlich. Und um das jetzt irgendwie zu retten, haben sie in den letzten Jahrzehnten so die Überarbeitungshypothese entwickelt. Oder besser gesagt, ein ganzes Bündel aus Überarbeitungshypothesen. Und die geht, der Josephus hat im ursprünglichen Manuskript wirklich von Jesus berichtet. Ja, okay. Ein späterer Kopist hat diesen Abschnitt dann gelöscht oder ersetzt oder überarbeitet.
Und deshalb steht jetzt das da, was da steht. Aber das ist eine, die Hypothese mag ich, weil mit der Hypothese kannst du auch folgendermaßen argumentieren. Das stand da nie da drin. Dann hat es einer reingeschrieben, es wurde kopiert. Dann hat es einer wieder weggelassen, es wurde wieder kopiert. Dann hat es wieder einer reingeschrieben, es wurde wieder kopiert. Das kannst du ja, diesen Mechanismus kannst du ja unendlich fortsetzen und keiner kann dir beweisen, dass es richtig oder falsch ist. Das ist ja völlig idiotisch. Es gibt auch eine ganze Menge, weil man das an nichts festmachen kann. Ja. Genau wie du sagst, gibt es auch eine ganze Reihe von sich böse widersprechenden Thesen, was denn jetzt authentisch und was verändert worden ist. Welcher Satz und welches Wort. Und erstaunlicherweise ist das so, dass die Leute, die diese Hypothesen aufbringen, immer den Jesus beschrieben finden, den sie selbst gut finden. Aha. Mit den Eigenschaften, die sie gut finden. Ja, ja. Ja, ist dann, kommt er immer vor und alles andere ist gefälscht. Ja, genau, klar. Und natürlich schließen sie sich alle aus. Die Thesen, und es gibt nicht den geringsten Grund dafür, irgendeine davon für wahr zu halten. Mhm. Außer, dass du es unbedingt willst. Ja, genau. Das ist halt ein Grund. Ja, na gut. Okay, der letzte. Sueton war ein mäßig erfolgreicher Beamter des frühen 2. Jahrhunderts, der auch in seiner Karriere nicht unglaublich viel Ehrgeiz gehabt hat, sondern was der gerne gemacht hat, ist, um ehrlich zu sein, Klatschgeschichten gesammelt. Cool. Und er hat die Klatschgeschichten gesammelt und um das Jahr 120 die Leben und Taten der römischen Kaiser geschrieben. Das ist eine Sammlung von Biografien von Julius Caesar bis zu Domitian. Da hat er so ungefähr 30 Jahre, glaube ich, vor seinem eigenen Zeit hat er mal lieber aufgehört, die Gerüchte zu sammeln. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Und er beschreibt in der Biografie des Kaiser Claudius. Claudius war Kaiser von 41, vom Jahr 41 bis 54. Mhm. Da redet er davon, wie der Kaiser sich gegenüber fremden Völkerschaften benimmt. Und dann kommt so ein Satz, also der hat nach dem Zettelkastenprinzip gearbeitet. Anekdoten, die gehören eigentlich immer zusammen. Deshalb kann man hier so schlecht mit dem Kontext argumentieren. Ja. Weil das ist halt so. Er schreibt immer so. Stückwerk. Und deshalb muss ich den Kontext eigentlich auch nicht wirklich vorlesen. Ja, da steht der Satz, die Juden, welche aufgehetzt von Christus fortwährend Unruhen anzettelten, vertrieb er aus Rom. Und dann kommt was zu den Gesandten der Germanen. Das zeigt, dass es zur Regierungszeit des Claudius Christen in Rom gab, die von den Römern übel verfolgt wurden. Mhm. Suetons Christos war aber Jesus, der also existiert haben muss und dessen Existenz somit außerbiblisch belegt ist. Ach, so einfach ist das. So einfach ist das. Ich lese dir das nochmal vor. Ja. Die Juden, welche aufgehetzt von Christos fortwährend Unruhen anzettelten, vertrieb er aus Rom. Also, wer wird vertrieben? Die Juden. Römische Juden werden aus Rom vertrieben. Warum werden sie vertrieben? Weil sie fortwährend Aufstände anzetteln. Weil sie von Christos aufgehetzt wurden und Lärm machen. Genau, Christos hat die angezettelt, Aufstände zu machen. Genau. Und deswegen werden sie dann vertrieben. Christos heißt der Nützliche und war ein bekannter Sklavenname. Ah, okay. So, jetzt fallen uns ein paar kleine Fragen haben wir, ne? Zum Beispiel, der Jesus hieß jetzt ja nicht Christus. Ja. Der Jesus war auch nie in Rom und konnte deshalb die Juden dort nicht aufhetzen. Und Jesus soll ja nur um das Jahr 30 gestorben sein. Kaiser Claudius ist überhaupt erst 41 an die Macht gekommen. Da war der Jesus also mindestens schon 10 Jahre tot. Tja. So. Da brauchen wir auch kein Experte sein. Da passt ja gar nichts. Und die Christen sagen, ja, der Sueton, und er hat jetzt versehentlich 4 Fehler gemacht. Erstens, der Sueton. Das ist so geil. Man sucht sich so eine Schrift raus, das belegt das. Aber nur, wenn man davon ausgeht, der hat 4 spezifische Fehler gemacht, dann passt es. Ja, okay, alles klar, viel Glück. Erzähl mal die 4 Fehler. Also, erster Fehler. Der Sueton hat sich verschrieben und wollte eigentlich Christus statt Christus schreiben. Ja, natürlich, ganz klar. Zweitens, Sueton hat sich vertan und dachte, dieser falsch geschriebene Christus sei in Rom und nicht in Judäa aktiv gewesen. Ja, gut, das ist ja auch nur der... Ja. Drittens, Sueton hat sich vertan und dachte, dass die Christen oder Juden nicht von der Lehre Jesu inspiriert worden seien, sondern von dem physisch anwesenden Jesus aufgehetzt. Und viertens, Sueton hat Christen und Juden verwechselt und daher über Juden anstatt von über Christen geschrieben. Also das Geile ist, die sagen, Sueton hat was völlig anderes geschrieben,
aber mit vier wahnsinnigen durchs Rücken Kunstgriffen, dann können wir es irgendwie hinbiegen, dass es irgendwie zu uns passt. So, hä? Da kannst du jeden Text nehmen, jeden, und sagen, ja, da sind fünf Fehler drin. Aber wenn man die berichtet, das ist hier Christus belegt. Also gibt da nichts von die, nichts dafür, für nichts davon gibt es irgendwelche Belege und auch nicht den geringsten Grund, es zu glauben. Außer, dass die Christen es ganz, ganz doll wollen. Ja, also genau wie eben, oder das Mal davor, oder das Mal davor. Das ist ja herrlich. Einen Text zu suchen, der nichts aussagt und dann zu sagen, ja, der sagt aber dann was aus, wenn wir davon ausgehen, da sind vier ganz spezifische Fehler gemacht. Und sonst bei den Dingern sind sie, nein, 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 das ist genauso, da hat niemand was eingefügt, da hat keiner einen Fehler gemacht, das ist euer Originaltext, deswegen muss das stimmen. Und hier so, ja, nee, da ist auch nicht, sind fünf Fehler drin. Vier. Dann gibt es noch eine Zeichnung. Ich fächel dir mal Luft zu. Das wunderbar, das wäre echt, so zu argumentieren, ist echt, oh. So, es gibt dann noch was, was wird als Verstärkung des Arguments hinzugefügt, aber möglicherweise ist es eigentlich auch mehr eine Schwächung. Es gibt nämlich noch eine zweite Stelle im Sueton in der Biografie des Kaisers Nero. Da werden auch Christen erwähnt. Pass auf. Mit Todesstrafe wurde gegen die Christen vorgegangen. Eine Sekte, die sich einem neuen, gemeingefährlichen Aberglauben ergeben hatte. Ja? Beeindruckend, okay, oder? So, jetzt lese ich dir nochmal den Satz davor, den Satz davor und dann gucken wir mal. Der Kontext ist, der Kaiser Nero macht Regeln gegen Verschwendungssucht und zur allgemeinen Sparsamkeit. Die werden jetzt erlassen, weil nämlich die Staatskasse ins Ungerade gerückt wurde. Ja? Und insbesondere gibt es da Regeln bei Festessen und in Schenken. Soll halt nicht mehr so unglaublich viel Geld für sowas ausgeben. Da steht: So legte man dem Luxus Schranken auf, beschränkte die öffentlichen Festessen, die bisher, also die wurden dann aus der Staatskasse spendiert. Ne? Mhm, okay, und jetzt sagt er vielleicht mal ein bisschen weniger. Genau. Sozusagen. So legte man dem Luxus Schranken auf, beschränkte die öffentlichen Festessen, die bisher in vollständigen Mahlzeiten bestanden hatten, auf bestimmte Portionen und erließ ferner ein Verbot, in den Schenken gekochte Speise zu verkaufen. Nur Hülsenfrüchte und Gemüse wurden aufgenommen, während früher alle möglichen Gerichte das selbst feilgehalten wurde. Verboten wurden die Belustigungen der Rennfahrer, die das altverbriefte Recht genossen hatten, sich zu gewissen Zeiten in der Stadt bla 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 bla. Die Parteigänger der Pantomimen, sowie auch diese selbst, wurden aus der Hauptstadt ausgewiesen. Oh, jetzt habe ich irgendwie vergessen, zwischendrin den Satz über die Christen vorzulesen. Der Kontext ist also, es gibt Regeln gegen Verschwendungssucht und zur allgemeinen Sparsamkeit, insbesondere bei Festessen und in Schenken. Die Christen werden alle umgebracht. Dazu wird das Lotterleben von Rennfahrern eingeschränkt und Pantomimen der Auftritt verboten. Das passt total gut dahin. Also, das ist derselbe Gedankengang, auf jeden Fall. Schon der Kontext gibt also starke Anzeichen dafür, dass das ein späterer Einschub ist. Die sprachliche Analyse zeigt dasselbe, wenn man sich das im Detail anguckt, was da benutzt wird. Aber ist irgendwie auch süß. Findest du irgendein Buch über irgendwas und schreibst dann mal da hinten einfach zwischenrein, übrigens, Jesus. Und jetzt, wenn man das mit dem eben, der anderen Stelle von Sueton vergleicht, plötzlich kennt Sueton Christiani und nicht mehr Christiani, kann Christen von Juden unterscheiden. Ja. Und weiß auch, dass die eine eigenständige Glaubensrichtung sind. Das wusste er vorhin. Alles noch nicht. Ja. Man hat alles falsch gemacht, ja, angeblich. So, wie passt das zusammen? Ja. Selbst wenn du, diese offensichtlichen Sachen mit dem Kontext und der Sprache, wie passt das zusammen? Dass er jetzt alles weiß, eben wusste er es noch nicht. Ja, also. Ja, und wie das auch dann in so einem Text über Sparmaßnahmen dann so, ach übrigens, Jesus. Das ist schon lustig eigentlich. Also Deterring sagt, dass den christlichen Schriftstellern bis zum 5. Jahrhundert der Einschub nicht bekannt ist. Ach, auch das? Das einzige überlieferte Manuskript, was es noch gibt, es stammt aus dem 9. Jahrhundert, da steht es drin. Mhm. Die bekannten Ausgaben, ich hab mir eine besorgt, die bekannten Ausgaben, da fehlt überall die erste Seite, oder die ersten Seiten fehlen. Ah ja. Das heißt, es geht quasi mit einem Absatz los. Da geht es um Julius Caesar. Im 16. Jahr verlor er den Vater. Im folgenden Jahr zum Priester Jupiters bestimmt, löst er die Verbindungen und so weiter und so weiter.
Man sieht also, dass alle bekannten Manuskripte auf eine einzelne beschädigte Abschrift zurückgehen, die irgendwann mal existiert hat. Ja. Ob das die aus dem 9. Jahrhundert ist oder ob die wiederum den fehlenden Absatz von woanders geerbt hat, von der Eltern, weiß man halt nicht mehr. Ja. Aber es ist offensichtlich zwischen dem 5. Jahrhundert und dem 9. Jahrhundert, als wir diese ältere Abschrift haben, hat das da jemand reinkopiert. Ja. Wieder entweder als Fälschung oder weil er nicht besser wusste und hat es halt so abgeschrieben. Es ist ja toll eigentlich, wie offensichtlich das ist. Also ich finde das total cool. Das macht auch für mich als totalen Laien total Sinn, dass das einfach nicht passt und dass das ist fast schon niedlich so ein bisschen. Dass sie dann da an den Rand schreiben, ja und übrigens Jesus. Und der Nächste denkt, ja, ich schreib's mal mit ab. Und dann ja, was soll's schon. Fakt. Genau. Okay, wow. So, man kann das Ganze jetzt zusammenfassen. Wo man jetzt also Dutzende von zeitgenössischen Kommentaren zum Leben und Wirken von Jesus oder zumindest zur Existenz von Christen zu erwarten hätte, gibt es bis zum letzten Drittel des 2. Jahrhunderts nur 6, also um das Jahr 160, 170 rum. Mhm. 4 davon sind ganz offensichtlich und nachweislich spätere Einschübe. Ja. Mindestens 4 davon. Bei einem ist nicht nur die entsprechende Stelle, sondern das ganze Buch offensichtlich aus kommerziellen Gründen gefälscht worden. Sueton redet nicht über Jesus, sondern über einen Unruhestifter anderen Namens an einem anderen Ort und zur falschen Zeit. Das ist schon dreist, das als Beweis herzunehmen. Das heißt, es gibt keinerlei außerbiblische Hinweise auf Jesus oder sein Wirken. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass es vor dem Jahr ungefähr 160 irgendwo christliche Gemeinden gab. Was kann sein, dass es die gab, aber es gibt halt keine Hinweise dazu. Was es gibt, sind ganz offensichtlich dreiste Fälschungen aus der späteren Zeit. Und wenn die Christen behaupten, die Kreuzigung oder nur die Existenz von Jesus sei erwiesen, dann sagen die Unwahrheit, die ihnen vorgekaut wird. Mhm. Und wenn Kirchenleute oder Theologen das behaupten, dann lügen die. Ja, weil sie eigentlich besser lügen müssen. Wenn man das studiert, muss man das aber genau gehört haben. Also, aber es ist ja auch interessant, dass ab einem gewissen Zeitpunkt der Wunsch, das zu beweisen, total da war. Und dann haben die angefangen, das überall reinzuschieben. Das finde ich schon ganz cool, dass es dann so dringend wird, dass man Beweise jetzt endlich mal auch mal ranbringt, dass man dann anfängt, das einfach da reinzuschieben. Ja, es zeugt von einem gewissen Minderwertigkeitskomplex, ne? Ja, oder auch der großen Not, sich irgendwie so rechtfertigen oder so, das auf Beine zu stellen, die es halt nicht hat und so. Interessant. Schön eigentlich. Schönes Lehrstück. So, doch, das gibt's aber, da ist es. Guck, ich hab's schnell reingeschrieben, also hier ist es. Ja, und die halten das für wahr. Also es gibt überhaupt keine Gründe, das zu glauben, was die erzählen. Ja. Außer, dass sie es ganz, ganz doll wollen, dass es wahr ist. Ja. Und dann rekonstruieren die von da aus ausgehend, was für Fehler, was für Änderungen nachträglich gemacht worden sein müssen, um das irgendwie zu retten. Nichts davon hält einem einigermaßen kritischen Blick auch nur oberflächlich stand. Ja, ja. Ja, also wenn selbst mir das klar wird, der ich wirklich gar keine Ahnung von solchen Sachen habe und wir beide hier sitzen und das direkt schon als offensichtlich empfinden, das ist gut, cool. Ich habe das jetzt nur sehr oberflächlich gemacht. Ich kann 3 Bücher empfehlen von Hermann Detering, Falsche Zeugen. Das ist ein schmales Buch von ungefähr 220 Seiten. Es sind nur 200 Seiten, wo diese ganzen sprachlichen Analysen mit drin sind. Mhm. Also wo diese Argumentation, die ich jetzt vorgebracht habe, noch deutlich ausführlicher ist und wo er auch diese ganzen sprachlichen Analysen macht, über die wir uns jetzt hier nicht unterhalten können, weil das macht einfach keinen Sinn. Ja. Ist ein cooles Buch. Ich kann das empfehlen, wen sowas interessiert. Ne? Ja. Da habe ich von Bart Ehrmann mal gelesen, Misquoting Jesus, The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Was ist auch ein schmales Buch. Ich habe das im Englischen irgendwann mal in den USA gekauft. Gibt es bestimmt auch auf Deutsch, vielleicht auch nicht. Ja. Wo so die Mechanismen erklärt werden, die ich so zwischendurch angerissen habe, wie diese Textkritik vorgeht, wie man so, was so typischen Fehler beim Abschreiben sind, was wir heute nicht mehr. Heute passieren halt keine Fehler mehr beim Abschreiben. Ja. Manchmal schon, aber man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass was man kauft, auch so gemeint war. Ja. Und der auch so die Mechanismen vorstellt, wie man sich dem annähert. Möglichst wissenschaftlich, mit wissenschaftlichen Methoden. Cool, Textkritik, ja. Ist auch ein cooles Wort, ein cooles kleines Buch. Und dann habe ich, muss mal den Kontext lesen, dann habe ich mir den von der Geschichte von Sueton
Von der Christus-Erwähnung wollte ich gerne den Kontext lesen. Habe das nicht so schnell im Internet gefunden. Und habe ich mir für ein paar Euro den Sueton gekauft. Das sind die Leben und Taten der römischen Kaiser. Cool. Und wollte das eigentlich bloß nachschauen. Dann habe ich mich festgelesen und habe es also von vorne bis hinten durchgelesen. Wow. Das ist ein ziemlich dickes Buch. Das ist ja geil. Und das ist, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. So ein lustiges Buch gelesen. Also er sammelt die Klatschgeschichten über die Kaiser und die Noblen seiner damaligen Zeit zusammen. Ja, ja, wann die mit wem und warum und sich dann verlobt und haben scheiden lassen. Das ist ja cool. Und dass sie also dass auf gar keinen Fall wollten, dass man ihnen zuerst den linken Schuh anzieht und dann erst den rechten und so weiter und so fort. Das war geil. Und er lügt ganz offensichtlich die ganze Zeit. Er lügt die ganze Zeit. Es ist so offensichtlich, es macht richtig Spaß. Das heißt, es hat hohen Unterhaltungswert. Es hat hohen Unterhaltungswert. Ist doch schön. Man merkt also auch, habe ich das eben schon gesagt, ich weiß es gar nicht, dass er also mit den Julian deutlich kritischer umgeht als mit den Flaviern der Kaiserfamilie, unter denen er schreibt. Also ganz offensichtlich. Und dichtet denen also die übelsten Sachen und die offensichtlich gefälschten Zitate an. Das ist also, es ist eine wahre Freude. Ich kann es nur sehr begrenzt empfehlen. An mir hat es Spaß gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das völliges Unverständnis hervorruft bei den Hörerinnen und Hörern. Ja, finde ich ja gut. So, die christliche Sicht dieser Dinge kann man sich zum Beispiel angucken, wenn man bei der Wikipedia googelt. Außerchristliche antike Quellen zu Jesus von Nazareth. Da steht das alles, wie die das sehen. Ah ja, wie die Christen das sehen. Genau. Ach, die Wikipedia ist ja doof. Ja. Super, das finde ich gut. Weil tatsächlich sind diese Gespräche, also wenn man sagt, ich habe das auch schon öfter gehabt, so ein Gespräch oder zumindest im Beginn eines solchen Gesprächs, nur konnte ich das nicht fortsetzen, weil ich das da noch nicht wusste, wie das alles ist. Aber ganz oft sagen die Leute, ja wieso, also du kannst doch das nicht alles anzweifeln, das ist 2000 Jahre alt und Jesus ist bewiesen. Und dann sage ich immer, nee, Jesus ist nicht bewiesen, es gibt keine Quellen außer die Bibel dafür und dann konnte ich halt bis jetzt nichts weiter dazu sagen, weil ich wusste zwar, dass es irgendwie keine Quellen gibt, aber das jetzt so auseinandergenommen zu bekommen, finde ich super interessant. Und total offensichtlich, dass es das wirklich nicht gibt. Und ganz viele Leute glauben im ganz normalen Selbstverständnis, natürlich ist er bewiesen. Ja. Letztens habe ich sogar jemanden gehört, der gesagt hat, natürlich hat es Jesus gegeben, was meinst du, warum man heute noch über den redet? Ja, das ist genauso gut. Also nochmal zusammenfassend, habe ich ja eben schon gesagt, es gibt diese 6 angeblichen Zeugnisse, mindestens 4 davon sind offensichtlich nachträglich gefälscht. Nachträgliche Einfügungen. Beim 5. ist das ganze Buch gefälscht. Ja, geil. Und Sueton redet halt über jemanden völlig anderen zur falschen Zeit, der was ganz anderes macht. Ja. Und das wird dann irgendwie zurechtgedichtet. Cool. Dankeschön, ich finde das super cool. Die Sache ist ja sogar so, uns ist das ja eigentlich egal, ob es den gab. Ob der Typ, ob da irgendein Typ rumlief, der Rabbi Joshua war und der irgendwie irgendwas gepredigt hat, was weiß ich, die Bergpredigt gepredigt hat und dann am Kreuz gestorben ist. Das kann uns ja total egal sein, weil der Schritt von da zu, er ist der Sohn Gottes, der unsterblich im Himmel regiert, ist unendlich weit. Das kommt auch noch Aber dazu. Aber diesen Schritt brauchst du, um das Christentum zu begründen. Wenn es die Auferstehung nicht gegeben hat, ist das Christentum sinnlos. Ja. Die evangelischen Leute, die hier im Kreis sitzen und Danke für meine Arbeitsstelle singen, die verstehen das nicht. Die denken, oh, der ist so klug gewesen. Mhm. Jesus ist mein bester Freund. Mhm. Aber das würde ja schon vor 2 Generationen, niemand würde das als Christentum erkennen. Ja, natürlich. Denn es ging darum, ist für unsere Sünden gestorben. Deshalb ist uns das ewige Leben sicher und nicht die ewige Höllenfolter. Ja. So, aber selbst wenn es den irgendwie gegeben, wenn es einen Typen gegeben hätte, der die meisten dieser Charakteristika erfüllt, von dem man denkt, der Jesus müsste das sein, der Schritt ist immer noch unendlich weit. Ja, richtig. Das heißt, wir so, ja, macht ihr mal. Aber die sind halt der Panik nahe. Deshalb kommen neben Glauben die irgendwie ein Kram zusammen. Das stimmt, der Schritt ist, den haben wir jetzt gar nicht angerissen. Ne? Wir fragen uns, ob es den gab oder nicht. Und selbst wenn es den gab, ist es, wie du sagst, völlig... Ja, es ist einfach, es geht nicht. Ja. Also, man muss sich überlegen, wie die da hinkommen, wie die das Argument irgendwie hochhalten. Ach du meine Güte. Ja, naja. Schön, da bleibt ja nicht viel. Das finde ich immer gut. So Sachen zu dekonstruieren, das finde ich immer sehr gut. Es ist mal wieder lächerlich einfach, sich das anzugucken. Dieses ganze Gebäude zerbricht. Das ist schon komisch. Dieses ganze Gebäude zerbricht beim näheren Angucken. Ich meine, die hätten sich jetzt ja nicht den Jesus aussuchen müssen. Die hätten sich ja irgendjemanden aussuchen können, den es wirklich gab. Also, ja, okay. Ja gut, das ist halt der Fehler, der erste Fehler, man muss dann jetzt damit leben und das irgendwie zusammenkriegen. Oder sagen, hey, dann gibt's halt keine.
keine Zeugnisse, aber wir glauben es, aber trotzdem Badge. Stimmt, das könnte man auch. So, das könnte man auch einfach sagen. Da muss man sich ja nicht irgendwas reinklöppeln. Also. Ja, stimmt. Stimmt, das wäre wenigstens ehrlich. Ne? Wir glauben das halt. Glaube ist nicht Wissen. Ja. Stirb. Ja, kann man noch machen. Ja. Da muss man das, jetzt bring ich dich um. Das stimmt. Da im Moment, wo man versucht, argumentativ zu arbeiten, scheitert man halt an solchen einfachen Analysen schon. Ne? Selber schuld, Christen. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ich bin einigermaßen stolz, dass ich diesen Satz jetzt, ohne abzulesen, einigermaßen fehlerfrei aufsagen kann. Anfügen möchte ich, wie immer, dass wir uns sehr über eure Kommentare freuen, die ihr hinterlassen könnt, ohne euch anzumelden, ohne euren Namen oder E-Mail-Adresse anzugeben, bei manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns auch auf jeden Shitstorm von euch, aber natürlich auch über Lob. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, von Mund-zu-Mund-Propaganda sind die meisten Podcasts schon groß geworden. Es sei denn, du hast einen Podcast in der Zeit, dann brauchst du das nicht. Stimmt, da ist man von all diesen Pflichten befreit, weil dann ist man bei den Guten, per Definition. Vielen Dank also fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.